Olympia hautnah, mit Abstand. Unter dem Motto Corona-Schock, was wird aus dem Spitzensport, haben sich am Montagabend auf Einladung der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin Sportler wie Elena Kraftzow und Patrick Hausting beim TSC Berlin zu einer Gesprächsreihe getroffen. In der Phase, wo wir ja so viel auf Abstand achten müssen, ist der Austausch zwischen den Sportlern ganz, ganz wichtig. Nach dieser Corona-Pause, dass wir wieder loslegen, dass wir Gesicht zeigen, dass wir Menschen treffen. Das Hauptthema der Gesprächsrunde war die Verschiebung von den Olympischen Spielen auf 2021. Die Sportler berichteten, welche Auswirkungen die Zwangspause auf ihr persönliches Training und ihren Sport hatte. Wie sieht die Zukunft des Spitzensports aus? Was ist, wenn plötzlich das große Ziel, für das man so lange hart gearbeitet hat, verschwindet? Fast jeder Sportler hatte mit dieser besonderen Situation zu kämpfen. Ja, seit Beginn des Lockdowns, Mitte, Ende März, bin ich erstmal 4 Wochen aus dem Training halt ausgeschieden. Jeder hat auch mit Motivation natürlich zu kämpfen, die Wettkämpfe fehlen. Zu Gast war Patrick Hausting vom TSC Berlin. Der Wasserspringer konnte bei Olympia schon Bronze und Silber gewinnen und wäre gerne dieses Jahr zu seinen 4. Olympischen Spielen gereist. Neben ihm stand auch Elena Kraftzow. Die Paraschwimmerin konnte 2012 in London Silber gewinnen und hoffte auch dieses Jahr auf eine Medaille in Tokio. Mit von der Partie war außerdem noch der Leiter des Olympiastützpunkts, Dr. Harry Bär. Ja, eine Hoffnung, die muss immer da sein. Weil eben keiner genau sagen kann, wie es jetzt wird. Deswegen muss man natürlich sich motivieren, die Kraft finden. Es heißt also abwarten, ob die Spiele nun stattfinden können. Man möchte so viele Nationen wie möglich dabei haben. Die Sportler sind sich aber einig. Sie trainieren und arbeiten weiter für ihr Ziel. In der Hoffnung, dass nächstes Jahr für jeden sichere Olympische Spiele in Tokio ausgetragen werden können. Aber dass doch die Hoffnung da ist, dass bald wieder Wettbewerbe gibt, dass es bald wieder wirklich so etwas gibt wie internationale Begegnung. Im Frühjahr wird sich wieder zu Olympia hautnah getroffen. Hoffentlich wird dann über Olympische Spiele gesprochen, die noch im selben Jahr stattfinden.